Grüß euch, liebe Fans von Tim Detering und von den Bundesliga-News. Ja, da muss er selber lachen. So hast du noch nie angefangen. Ja. Wir bringen euch heute mal endlich wieder was vom 1. FC Köln. Ihr verlangt ja immer, wir sollen was zeigen. Und jetzt gibt es sogar was geschenkt vom 1. FC Köln. Nämlich einen, was hast du gesagt? Trainingspullover. Ja. Ein Trainingspullover ist das. Ausgetauglich. Er hat auch wieder so einen kleinen Mangel, aber also ist trotzdem wunderschön. Komm diesmal vor, was hier draufsteht. Verschmutzt. Das ist relativ schnell zusammenzufassen. Da sind ein, zwei kleine Flecken drauf, aber so ist das nun mal beim Trainingspullover. Den hat man halt beim Training an und ja, dann genau. Grätscht man auch mal und dann fällt man auch mal in den Schlamm. Ein sauberer Trainingspullover ist kein Trainingspullover. Ja, du hast auch immer Flecken auf deiner Hose. Ja, weil ich was mache. Deswegen bin ich auch schlank und sehe nicht so aus wie Tim Detering. Ja, genau. Tim, in diesem Sinne, Tim muss in seiner Familie auch immer den Weihnachtsmann spielen, weil die anderen zu schlank sind. Ja, kannst du mal aufhören, dich mit Schlägen zu wehren, Junge? Was bist denn du für ein primitiver Gendefekt? Ja, du weicher Typ. Ich habe halt noch ein bisschen... Übrigens, am 24. gibt es diese Mütze hier. Ne? Ja, mit den Läusen von Philipp. Den Euro einfach per PayPal an Tim Detering. Schreibt wie immer drunter, warum ihr diesen Köln-Pulli haben wollt in diesem Fall. Oder eine E-Mail an bullynews. Der beste Grund gewinnt. An bullynews@bild.de. Wie heißt der nochmal? Louis Dickmann. Du musst jetzt auf jeden Fall schreiben. Louis Dickmann war das immer der... der in den Kommentaren geschrieben hat. Also Luis, wenn du jetzt einen richtig geilen Kommentar hast, ne, und wir sagen, komm, der Luis, der hat eh schon immer zu wenig Köln gekriegt, da hat er schon dann vielleicht auch... Dann kriegst du jetzt den Pullover. Dann kriegst du den Pullover. Da kennen wir nichts. Dann kriegst du den. Ja. Dann kriegst du den. Ja. Und ich werde auch dafür sorgen, dass Philipp den vorher nicht mehr anfasst. Bis morgen. Tschüss.